Meine Mutter hat entschieden, wir kaufen die Schulbücher, und das war immer im Sommer quasi wie Weihnachten, weil Schulbücher damals waren für mich einfach so ein Ticket in die Unabhängigkeit, in die Selbstständigkeit. Also die Vision, dass man allen ganz viel Wissen zur Verfügung stellen kann, klingt wunderbar. Man gefällt sich in der Rolle zu sagen, Bildung billig oder gar umsonst. Umsonst, glaube ich, ist aber wirklich, da führt etwas zur Beliebigkeit, und da verwechselt man, glaube ich, dann auch Quantität und Qualität. Denn eigentlich ist die Digitalisierung ja was Wunderbares, weil sie ja zur Zirkulation beiträgt von Ideen. Aber ich glaube, man muss auch von der anderen Seite denken, wie kommen denn solche Texte überhaupt zu den Menschen, die sie dann lesen sollen. Wir stecken 8 Jahre Publikationsarbeit drin, gemeinschaftlich mit Herausgebern und Autoren. Was die Bundesregierung natürlich anstrebt, ist insofern auch erstmal gar nicht so verwerflich, indem sie sagt, dass sie diese Zirkulationsprozesse natürlich erhöhen will. Ich denke, dass viele Ideen erstmal geteilt werden sollten, dass dafür aber die Leute auch was bekommen sollten, weil sonst teilen sie sie nicht. Und es ist richtig, dass jemand, der sich darum kümmert und dessen Beruf es ist, Leute zu finden, die Gedanken unter uns bringen, dass die Geld dafür bekommen. Wir sind aktiv auf Herausgeber zugegangen, haben mit denen gemeinschaftlich dieses Projekt konzipiert. Dann fängt die tatsächliche Manuskriptarbeit an, mit einem Grafikbüro in Verbindung setzen, inhaltliche Arbeit mit dem Autor und den Herausgebern. Und dann gibt es die letzte Korrekturphase, ehe es in den Druck geht. Ist mir auch klar geworden, aha, da stehen also ein ganzes Team dahinter. Und das hat die Wertschätzung eigentlich noch gesteigert. Bildung ist nicht allein nur für Universitäten da. Ne? Also ich glaube, das Wichtige ist auch, dass die Bildung in die Gesellschaft getragen wird. Und dafür sind Verlage sehr wichtig. Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, das heißt, wir hätten von dem Jahrhundert vielleicht 10% abbilden können, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, diese Bücher zu verkaufen. Bildung ist die einzige Ressource, die dieses Land eigentlich wirklich noch hat, und da kann es eigentlich kein zu wenig geben, was die Einspeisung von Mitteln in dieses System angeht. Je mehr Wissen du auch hast, je mehr Erfahrung du gesammelt hast, desto mehr kannst du auch über Geschichten interagieren, sonst redet jeder nur noch über Autos oder was weiß ich. Das ist dann auch eine sehr, sehr graue Welt am Ende des Tages.